Hol die Möpse! Hi! Hallo! Die Glossybox kam gerade an. Sie sieht so aus. Boah, das kann ich gar nicht richtig einfangen. Das ist die Pink Planet Edition. Und auch von hinten sieht sie sehr schön aus. Hier so. Und ja, ich habe sie mir sogar zweimal bestellt. Sie ist aber erst einmal angekommen. Heute ist erster Zustelltag. Pink Planet. Hier so sieht das Heft aus. Palti guckt natürlich da rein. So sieht das Papier aus in blau und lila und sieht ganz schön aus. Ich glaube, es gibt 5 Produkte und 2 Goodies. Und ja, wir gucken jetzt mal rein. Das erste ist von Nivea, die Pflegedusche, Seidenmousse, Raspberry, keine Ahnung was, extra seidige Haut, Seidenextrakt. Ja, das ist halt so eine In-Dusch-Lotion-Mousse-Kacke. Ja, was soll ich sagen, Nivea, das bekommt man halt um die Ecke in jedem Laden und ja, ich weiß nicht. 200 Milliliter kostet 2,49. Ja. Dann haben wir einmal von Ultrasun eine After Sun Cooling Moisturizing After Sun Gel Sensitive Skin made in Switzerland. So sieht das gute Teil hier aus. Es sind 100 Milliliter und angeblich schnell absorbierend, nicht fettend, nicht klebrig und sowas eben. Ja, ich meine, von Ultrasun hätten wir schon mal was da drin gehabt. Ich könnte mich auch irren, aber ich meine, da wäre schon mal was drin gewesen davon. Ja, kostet 14 Euro. Was das mit Pink Planet zu tun hat, frage ich mich. Na, Sonne? Pinker Planet? Die Sonne? Die Sonne? Auf dem pinken Planet? Die Sonne ist auch ein Planet. Dann ist hier einmal irgendwie Werbung. Goodie Nummer 1. Dann haben wir von Bio-Vegan Skin Food eine Bio-Cranberry-Tuchmaske für normale bis trockene Haut. Eigentlich was für Palter, ne? Hier, so sieht das gute Stück aus. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Fan von Tuchmasken, aber ich finde die Verpackung viel zu riesig. Ich meine, es gibt von Balea eine Tuchmaske, die hat die Hälfte der Verpackung. Da sollten sich viele Firmen mal ein Stück von abschneiden. 4,99 Euro, eine Tuchmaske. Dann haben wir von Colorista ein Spray. Ja, bekomme ich auch um die Ecke bei DM. Ich weiß nicht. Hatten wir nicht letztlich schon mal was von Colorista da drin? Ist das ein Goodie oder? Colorista oder Colorista? Ja, hier steht noch Colorista drauf. Ne? Was heißt eigentlich Colorista oder nicht? Das weiß ich nicht. Ja, ich könnte jetzt nachgucken. 7,95 Euro. Ich habe das hier noch irgendwo rumfliegen, aber. Ja, wir hatten doch das grüne Spray in irgendeiner Box. Das habe ich meinem Neffen geschickt. Warum denn jetzt auch noch hier pink? Also ich werde es auf jeden Fall nicht benutzen. Ich liebe mein helles Haar. Und dann haben wir hier einmal von Purelei, hatten wir auch schon mal hier dieses komische Armband. Das ist bestimmt ein Goodie, kann man auch als Haargummi benutzen. Ja, nett, dass es ein Goodie ist, aber... Alter. Dann ein... Hier, Palti muss kurz gucken. Aloha Eude Beauty... Monoi, keine Ahnung. Bun Splash, bla bla bla. Ja, ich weiß nicht, was ist das? Ist das eine Creme oder? Ja, ne? Es ist doch bestimmt so eine Body Lotion oder so, ne? Mit Pumpsch. Nee, das ist ein Spray. Haar- und Körpersprühen. Ja, Haar- und Körperspray. Body Spray. Kostet 16 Euro. 50 Milliliter habe ich. Wie? Ja, ist jetzt auch nichts für mich. Riecht jetzt auch nicht so gut, finde ich. Ich hab's gerade mal aufgedreht. Und jetzt kommt das letzte Teil und zwar ein Banana Setting Powder. Von, keine Ahnung. Puh. Bella Pierre Cosmetics. Echt? Ja. Ja, steht doch hier hinten drauf. Ja, ein Banana Powder. Finde ich cool, das ist das einzige Produkt, was mich wirklich 100 Pro überzeugt. Kostet? Wenn das 4 Gramm sind, 25 Euro. Boah, keine Ahnung, wie viel Gramm das sind, aber ich nehme schon an, dass das Full Size ist. Ja, das war's, Freunde. Das war die Pink Planet Edition. Da ist nichts mehr drin. Ne? Kann ich einmal kurz das Heftchen nein, haben? Hier steht auch noch was drin. Hier, ich habe es noch nicht gesehen. Welcome to the Pink Planet. Wie fandst du die Box? Semi gut. Also. Ja, ich fand sie jetzt auch nicht so prickelnd. Das Perfekteste an der Box war die Umverpackung. Ich werde hier gleich mal in Ruhe in dem Heft stöbern, obwohl ich kann euch eigentlich auf den ersten Blick sagen, dass mir eigentlich nichts daraus gefallen hätte. Ah, nee. Und hier das Parfüm, was es auch hätte geben können, das hatten wir doch schon mal in der Box. Ich habe das hier hinten auf meinem Schminktisch stehen. Oder auch nicht, das steht im im Wohnzimmer. Ha! Ja, auf jeden Fall war das Parfüm da schon mal drin. Die nächste Box, das bringt der August. We are Glossy Box Edition. Glossy Box hat bestimmt Geburtstag.
Und 6 Jahre Beauty, keine Ahnung was. Ich fand die Box auch nicht so gut. Wie gesagt, das Schönste war der Karton. Und ich bin gespannt, wie ihr die Box fandet. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, das war das Alltagsleben mit Moni und Palta. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos wieder. Tschüss! Tschüss!